Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Haringway. Wir spielen mal wieder Dead Space 3. Ja, ist ja gut, wir spielen Dead Space 3 weiter. Lass mich doch erstmal ausreden hier. Ich bin der Haringway und dieser übereifrige Typ da neben mir, der, also nicht neben mir, aber egal, der ist halt da. Stell dich vor. Ich habe meinen Namen vergessen, können wir nochmal anfangen? Ich bin der Name Troy. Steht zum Glück über deiner Figur. Achso, gut. Tracer X3. Sehr kreativ. Ja, ich weiß. Ich hatte das ohne Smiley schon mal gehabt und das lief irgendwie über den Account von meinem Vater, also nicht Account, die Bank, was weiß ich. Ich war damals noch unter 18, als ich den ersten Account gemacht habe. Finde ich sehr traurig. Tracer war damals noch ein kleines Kind. Ja, ja. Damals, als ich dich terrorisiert habe auf Skype. Wo bist du eigentlich? Ja. Wir gehen jetzt hier weiter, Kapitel 5. Wir haben hier eine Anzugsstation. Da haben wir ja nichts. Hast du dich jetzt schon verlaufen? Nee, ich dachte, du hättest hier was aufgemacht, aber das war nicht so. Eberanzug, Zeugenanzug. Rig Upgrade. Upgrade deine Gesundheitspanzerung und ja, ich möchte upgraden. Vorrat kosten, nee, geht nicht. Das geht. Dieses Upgrade herstellen, ja. Ich finde das schrecklich. Also, das geht was nicht. Ich gedacht habe mit dem Koop-mäßigen, dass du dich dauernd irgendwo hinstellen musst und Sachen bastelst und deinen Anzug verbesserst. Tja. Eieiei. Und dass sie nicht mal zwei Stationen hier hinbauen. Das wäre es ja noch. Ich habe jetzt voll meine Rig geupgradet. Ich will auch. Ja, dann mach. Mach ich jetzt auch, ey. So. Tracer und ich haben übrigens immer noch keine richtige Ahnung vom Spiel. Also, ja gut, Tracer hat sich irgendwas angeguckt. Auf was bringt es, ist die andere Frage, aber... Unter Umständen können wir was zeigen, sobald wir halt mal wieder einen Punkt haben, wo wir unsere Waffe verbessern können. Falls, ja. Was ist denn dann... Was ist ein Energiewandler? Aha, Stasedauer. Oh cool, ich kann die Stasedauer erhöhen. Das ist doch toll. Und das haben wir ja noch, Chinese. Tu, was du nicht lassen kannst, da. Ich erhöhe die Reichweite meiner Chinese. Und mach das gleich nochmal. So. Schnarch, schnarch. Genau das meine ich. Okay. Was war das? Das war ich. Achso. Ich bin wütend. Ich bin ein wütender Kaber. In Bearbeitung. Oh, mal wieder ein Fahrstuhl, cool. War meine Rig... die Rigs, die waren... Also die Energieanzeigen da, die waren ja immer beide blau, beziehungsweise hell, ne? Ich hätte kurz gehofft, dass das rot war bei mir. Warum geht das jetzt nicht? Achso, hier kann man sich ein Stockwerk aussuchen. Wo wollen wir denn hin? 2 Uhr 1. 2? Okay. Gut. Dop. Gleich wieder Necromorphs schnetzeln. Ne, das wollte ich nicht. Wie kann man nochmal hier seine Ausrüstung? Ach, Ausrichtung, so. Genau, R2. Mit R2. Dam. Was man halt so in einem Fahrstuhl macht, wenn man sonst nichts zu tun hat, ist klar. Okay, schön. Haben wir die Zeit gut überbrückt? Wer bist du? Kann ich dich aufheben? Nein, das Spiel ist nämlich scheiße geworden. Lalala. Aber man kann ihn so ein bisschen durch die Gegend kicken. Ja, na und? Das Koop. Koop geben, was? Ach so, wir können... Objekte. Drücke und wähle Objekte aus, die du mit deinem Partner teilen möchtest. Toll. Möchten wir etwas teilen? Ich gebe dir noch nichts. Wir sind beides voll Egomanen, also warum teilen hier? Schrecklich. Achtung, Energiereserven sind auf Standby. Frachtfunktionen sind offline. Ist das gut oder ist das schlecht? Ich finde, wir sind zu richtig, oder? Das klingt irgendwie alles so richtig. Ja. Was ist dann in dem anderen Stockwerk? Keine Ahnung, werden wir noch feststellen. Ich hätte jetzt gedacht, oh Moment, oh, hier ist was. Was? Abspielen. Ah. Schiffsrekorder 1. Alle bereithalten für Drosselung. Okay, Edwards, es kann losgehen. Verstanden, Val. Auf der Brücke heißt das für dich immer noch Kommando. Schon klar, Chef. Olle Zicke. Retroschub aktiviert. Wow. Ruhig, Brauner. Das Luftboot hat angeschlossen. Das Luftboot. Du rufst Admiral Grace. Kettle, du meldest dich bei Cargo Ops. Und jetzt
deine Show. Setzen wir die Schiffe ab. Aufnahme Ende. Ja, Mensch, das war ja, wow. Gut. Ich habe hier ein Artefakt gefunden. Das, was hast du gefunden? Ein Artefakt. Was für ein Artefakt? Ich weiß nicht, hat die Artefakt gesehen. Entdeckt. Zum Ansehen drücken. Oh, ich darf lesen. Moment, ich stelle mich noch so, dass ich das doch diesmal kenne. Ich habe zwar nicht das Lesen geübt, seitdem wir das letzte Mal hier waren, aber okay, ich versuch's mal. Offizierslog. Moment, jetzt habe ich mich falsch gedreht. So. CDR oder COR, Valerie Deeds. Heute riss die Wolkendecke auf und wir setzten die CMS Crozier, was auch immer, ein, um die Gelegenheit zu nutzen. Während des ersten Übungsflugs erspähte die Crew inmitten eines zerklüfteten Kraters eine ungewöhnliche Felsformation. Lieutenant Metcalf konnte Bilder von einer Reihe schneebedeckter Obelisken nahe der Spitze machen. Die Anordnung war chaotisch, wie man es auf einem solch stürmischen Planeten auch erwarten würde, aber ihre Größe und Form sind nahezu identisch wie zwei ineinander verflochtene Ranken. Oh, ich weiß, was das sein könnte. Ach was. Ein sehr hoher Rang, Busby, litt während des Flugs und der spontanen auftretenden Kopfschmerzen und verminderter Sehkraft, weshalb er vom Dienst befreit werden musste und sich später einer medizinischen Untersuchung unterziehen wird. Dann hat er nicht mehr so einen hohen Rang. Vermutlich. Gut. Schön. Warum ist mein Inventar so voll? Ich finde das scheiße. Feuerrad plus 1. Das ist eine Platine, die ist wichtig, um sich zu upgraden. Brauchst du noch Erste-Hilfe-Dinger? Ach jo. Ja, jetzt ist es zu spät. Ich habe alles abgelegt. Ja, ich habe die aufgehoben. Ach so. Okay, das ist... okay, das ist super. Dass ich die gar nicht auch mal tauschen muss, um den Kram eh. Na, egal. Ich habe Textlog gefunden. Nee, ist... Textlog, na. Das ist voll das spannende Let's Play. Beginn der Aufzeichnung. SCAF ISK 30692 CMS Terra Nova. LCDR Sam Kettle. ADM Gray. Warum haben die... egal. Graves fordert den Versuchsobjekttransport vom Planeten an. CMS Crozier und CMS Franklin sind unterwegs. Was zum Teufel geht hier vor? Wir sind ein Versorgungsschiff, kein Zoo. CDR Valerie Deeds, Transport bestätigt. Sorry, Sam, mir sind die Hände gebunden. Sehen wir einfach zu, dass das Zeug auf den Laderaum beschränkt ist. Verdoppelte die Quarantäne-Checks. Ende der Aufzeichnung. Ja, schön. Ich finde das cool, wir hätten das wenigstens mit großen kleinen Buchstaben geschrieben, aber gut. Das war Caps Lock, Mann, die haben sich angeschrien. Das machen die dauernd. Ja. Verriegelt. Drehe langsam für was? Na, das kann ich doch. Für blaue Schwachstelle und drücke dann X. Zweiten Teil. Hä? Was? Ja, das reinhacken, ja. Du kannst dich reinhacken. Warum kannst du dich reinhacken? Ich weiß es nicht, aber ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Sieht aus, als wäre unser Shuttle hinten im Schiff. Ich aktualisiere jetzt unsere Ortungssender. Ich will nur hören, dass es uns zum nächsten Raumfahrtweg bringt. Wenn wir es wieder flott kriegen. Laut Diagnoseprogramm ist es ein Schrotthaufen. Wir kriegen es doch wieder flott, oder? Überall um uns herum sind Ersatzteile. Ich bringe die Kiste zum Fliegen. Na klar. Das kriegen wir hin. Ja klar. Ja. Gut. Wir sind ja Cheftechniker vom Dienst, sind wir. Ja, bin ich eigentlich auch sowas oder bin ich einfach nur haut drauf, Heini? Ich meine, ich kann ja gerade hier die Sachen hacken. Ich habe keine Ahnung, was du bist. Ich bin Carver. Carver, du hast einen tollen Namen. Übrigens, irgendjemand hat geschrieben, dass er sie es, ich weiß nicht, wie das war, Isaac süß findet. Echt? Hat der Isaac nicht ausgesehen wie ein Straßenpenner, der sich irgendwie nicht mehr geduscht hat? Ja. Egal. Halt, Alter. Laut. Geilen Flipper. Ach, ich dachte gerade, was ist das hier für ein Vieh? Nee, kann leider nicht spielen. Ich cheate mit Chinese. Ist jetzt doch ein Vieh? Buh. Bin ganz der Meinung, ich höre was. Aber ist es wirklich nur der Flipper? Ich glaube. Da müssen wir okay. Lang. Ach, da runter. Ich mag's nicht, nach unten zu gehen. Ich will flippern! Was ist das hier? Mess Hall? Küche? Kommst du mit? Hier ist Blut. Hier ist überall Blut. Oh Gott. Chicken and Beans. Oh Gott.
Oh, die bekommen voll die tollen Sachen. Ich komme ja schon runter. Und Boden? Naja. Ja. Leiter von Partner blockiert. Sowas Dummes. Leiter von Partner blockiert. Ach ja. Aber die nehmen wir jetzt noch Rücksicht aufeinander. Nicht so wie in Resident Evil, wo du einfach runterspringst. Auf den Kopf des anderen. Doing. Ja. Ich nehme Stuhl mit. Ich kann nicht mehr. Explosives Fass, irgendwie finde ich das besser. Setze Chinese ein und kann es dazu bewegen. Mach ich. Du gehst links lang, ich gehe rechts lang? Okay, können wir so machen. Rechts ist nur eine Kiste. Links sind ganz viele Monster. Ich glaube, ich bin den richtigen Weg gegangen. Oh! Sag doch, dass von hinten ein Necromorph auf mich zugerannt kommt. Ich habe ihn nicht gesehen. Hier hinten in der Ecke liegt ein Hydraulikantrieb. Ja, ich kann nicht nehmen, weil mein... Ja. Moment, mein Inventar schon wieder voll. Oh, nee. Mein Inventar ist voll, meine Fresse. Ah, gut. Den teilen wir uns ja, sobald wir dann bei der Bench sind, die wir endlich... Nö, teilen wir uns gar nicht. Ja, doch später doch. Nee, bei mir wurde aber nichts eingeblendet. Normalerweise wird es auch immer eingeblendet. So? Da läuft was. Das lebt und es ist tot. Hydraulikantrieb. Seltsam. Warum wurde es nicht eingeblendet? Komisch. Egal. Lal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 a. So viele Necromorphs. Mach mal langsam. Mach mal chillig hier. Schieb mal nicht so einen Stress, Alter. Oh Mann. Wir sind doch alle nur tatsächlich arme Seelen im All. Ja, genau. Genau so. Hippies im Weltraum. Ich hab ihn mit der Box. Seltsame Hippies im Hippies, ja, vor allem. Hippie. Happy Hippos. Seltsame Happy Hippos im Weltraum. Wo sind wir schon wieder hier gelandet? Oh Gott. Und sollte man kein Spiel geben, was irgendwie ernst oder gruselig sein soll? Was ab 18 ist, ja. Das geht immer schief. Der ist Happy Hippos im Weltraum. Da durch die Tür kann man nicht rein, aber ich gehe jetzt mal vor. Du blockierst die Leiter. Ich bin wo reingetreten. Wow. Ein alter Sucherbot. Könnte noch nützlich sein. Ich habe einen Sucherbot gefunden. Er ist jetzt mein bestester Freund. Was zur Hölle? Sowas nimmst du Warum bist du jetzt unten? Keine Ahnung. Drücke die Oben-Taste zum Ausrüsten? Was ist das denn jetzt? Die Oben-Taste? Welche Oben-Taste? Na, hier am Steuerkreuz. Hey, bei mir kommt da nichts. Achso, ich hab den Bot jetzt hier auf den Boden gesetzt. Drücke L1 und folge dem Radar. Drücke zum Einsetzen R1. Oh. Aber ich kann ihn nicht steuern, das finde ich schade. Achso, ich dachte, das wäre jetzt so ein ferngesteuertes. Hätten wir voll ein Wettrennen machen können. Der Bot sucht Ressourcen und bringt sie zur Bank. Und wie kann man sie den Roboter wieder einsammeln? Da, meiner ist cooler als deiner, hat was gefunden. Meiner, los, muss auch was finden. Finde gefährlichst was. Ich nenne meinen Botti. Botti? Wie heißt deiner? Meiner hat auch was gefunden, oder nicht? Botti, nein. Er ist verschwunden. Botti. Oh. Eklig. Botti? Jetzt weißt du, wen es was Botti gefunden hat. Botti ist doof. Botti ist tot. Sagst du das nicht? Du hast Botti vernichtet. Und Botti hat das selbst gemacht. Hier stehen kleine Tierboxen rum. Die hatten bestimmt schnuffige kleine Miezekatzen hier mit. Miezekatzen. Du solltest eigentlich wissen, dass nichts hier schnuffig ist. Außer Botti, aber Botti ist tot. Hui! Botti ist wirklich tot, ich kann doch nicht mehr ausrüsten. Wahrscheinlich hat man diesen komischen Suchbot nur einmal. Wer hat da Wir haben ihn genau an der falschen Stelle eingesetzt, ich weiß nicht. Wo bist du eigentlich? Du deckst. Anfang. Du deckst mich nicht. Ach, ja, da oben. Das finde ich scheiße. Nein, das sind wir die Knallfrösche. Kommst du alleine klar oder muss ich zurück? So, jetzt habe ich's. Ich habe nur so ein bisschen schlecht gezielt, aber das kennen wir ja. Achso. Lokalisiere meinen Weg, ja. Nee? Oh.
Mir kommen hier Minenarbeiter entgegen, was ich sehr seltsam finde. Ich dreh gerade mal meine Lautstärke ein bisschen runter, weil ich glaube, wird das dann doch ein bisschen lauter. Ach was. Ich höre die ganze Zeit irgendwas. Sind die bei dir? Ja. Was? Was? Ach, ich bin am sag doch warum was. Bin ich am Sterben? Sag doch, dass die alle bei dir sind. Verarschst du mich? Das Ding hat nicht mal mehr irgendwas. Ihr Partner ist gestorben. Oh, das ist doch nicht wahr. Ich wusste nicht, dass so viele bei dir sind. Bei mir kam einer. Es waren nur zwei. Und ich habe die beiden entwaffnet. Ich wollte den einen hauen und vor allem bin ich am Sterben. Ich habe es nicht ganz verstanden.